Jo Leute, willkommen zu diesem Video und ja, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Fortnite ganz einfach eure Skins verkaufen könnt und damit könnt ihr auch eine Menge V-Bucks wieder zurückbekommen und damit neue Skins oder Emotes kaufen und deswegen bleibt auf jeden Fall mal bis zum Ende am Start. Aber Leute, bevor wir jetzt damit anfangen, wenn ihr jetzt noch V-Bucks braucht, dann nimmt auf jeden Fall meinem V-Bucks Gewinnspiel teil, weil ich verlose zurzeit für 300 Euro V-Bucks und das sind dann 30.000 V-Bucks, die ich an euch verlose und die Regeln, um das Ganze zu gewinnen, sind auch sehr einfach. Und zwar müsst ihr jetzt erstmal das Video hier liken, dann den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wenn ihr es gemacht habt, müsst ihr den Kanal noch an mindestens 15 Leute teilen. Wenn ihr aber eure Gewinnchancen erhöhen wollt, dann teilt den Kanal einfach an 20 bis 50 oder mehr Leute. Desto mehr ihr teilt, desto höher ist eure Gewinnchance. Und dann, Leute, solltet ihr noch in die Kommentare schreiben, warum ihr die V-Bucks haben wollt und was ihr damit machen wollt. Und das Gewinnspiel wird dann bei 15.000 Abonnenten aufgelöst. Das heißt wirklich, teilt diesen Kanal so oft wie möglich, damit wir auch so schnell wie möglich die 15k oder die 20, 30k schaffen, Leute. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, weil mein persönliches Ziel für dieses Jahr ist ja, die 50.000 Abonnenten zu erreichen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, was wir dieses Jahr noch erreichen. Würde mich gerne mal interessieren. Aber ich habe noch mit euch eine Wette am Start. Und zwar, wenn wir bis Sonntag die 15.000 Abonnenten knacken, werde ich noch 100 Euro aus Gewinnspiel draufpacken, das heißt 400 Euro, Leute. Und das heißt, wie gesagt, bis Sonntag 15.000 und dann lege ich nochmal 100 Euro drauf. Aber Leute, ich will jetzt auch nicht so lang drum rumreden, sondern fangen wir jetzt einfach mal an mit dem eigentlichen Thema des Videos. Und zwar, Leute, wisst ihr, dass wir zur letzten Season, war das, eine Funktion dazu bekommen haben, womit wir Skins verkaufen konnten, ja? Und diese Funktion war leider nur 3 Stunden online. Ich selber konnte diese Funktion nicht nutzen, weil ich derzeit da nicht zu Hause war und auch nicht Fortnite spielen konnte. Aber ich habe in Videos und von Freunden gesehen, was das war. Und zwar konnte man ganz einfach Skins verkaufen. Sag ich mal, ihr habt einen 20-Euro-Skin für 20.000, für 2.000 V-Bucks gekauft. Dann hättet ihr jetzt einfach hingehen können und sagen können, nö, ich will den Skin nicht mehr haben. Und hättet dann einfach den Skin weggepackt, sozusagen, und die 2.000 V-Bucks wieder bekommen. Das erste Manko war halt, dass ihr das Ganze nur 3-mal machen konntet, ja. Aber es gab da ein paar Trickser und die haben halt ein bisschen rum, ja, experimentiert und die konnten sich dann dadurch einfach V-Bucks glitchen und das kam dann halt raus und deswegen hat Epic Games diese Funktion wieder entfernt. Aber viele haben mich in letzter Zeit auch gefragt, ob das mit dem Skin verkaufen noch funktioniert oder ob es noch andere Wege gibt, seine Skins zu verkaufen. Und ja Leute, es gibt noch einen anderen Weg und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute einfach mal dazu ein Video. Die ganze Sache ist auch richtig einfach, Leute. Und zwar findet ihr in der Beschreibung und auch wahrscheinlich in den Kommentaren einen Link zu einer offiziellen Epic Games Seite, Leute, ja. Diese Seite ist offiziell von Epic Games, das heißt, es ist kein Quatsch, es ist kein Fake oder sonstiger Schrott, Leute. Die Seite kommt direkt von Epic Games. Und ja, wenn ihr jetzt auf dieser Seite seid, da müsst ihr jetzt erstmal euren Namen und so weiter angeben. Dann müsst ihr noch angeben, was ihr zurückerstatten wollt und am besten auch, wie viel das gekostet hat. Und dann, Leute, aber eigentlich weiß Epic Games das, also ihr müsst eigentlich nicht schreiben, was, wie viel das gekostet hat. Und dann, Leute, wenn ihr es gemacht habt, ja, dann müsst ihr jetzt noch dazu schreiben, warum ihr das zurückerstatten lassen wollt. Zum Beispiel, euch gefällt der Skin nicht oder ihr habt ihn nur testen wollen, ihr habt ihn aus Versehen gekauft. Dass die Sache ist nicht hundertprozentig. Das heißt, wenn ihr das Ganze abschickt, ja, dann sendet ihr an Epic Games ein Ticket raus und Epic Games prüft, ob das Ganze für sie in Ordnung ist. Und wenn das Ganze in Ordnung ist, dann schreiben sie euch eine E-Mail zurück mit, ja, wir werden dir das Ganze zurückerstatten und das Skin ist dann weg. Oder wenn sie damit nicht einverstanden sind, kommt einfach keine E-Mail zurück und ja, ihr behaltet den Skin und kriegt keine V-Bucks zurück. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt den Skin zurückerstatten kann, wenn man ihn nicht mehr haben will, also wenn er einem nicht mehr gefällt, das weiß ich nicht. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, testet es selber aus, Leute. Was ich euch jetzt aber nochmal auf den Weg geben wollte,
gebt kein Passwort an, weil es gibt viele Betrüger und ja, deswegen Leute, gebt keine Passwörter an irgendwelche Leute ran, weil Epic Games kann immer auf euren Konto zugreifen und deswegen braucht ihr nirgendwo euer Passwort angeben, weil es, wie gesagt, viele Betrüger gibt auf dieser Welt. Aber Leute, ich wollte heute einfach mal ein Video darüber machen, weil mich viele gefragt haben, ob man trotzdem noch Skins verkaufen kann. Und ja, Leute, es geht. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal ganz kostenlos, teilt es an eure Freunde. Und jetzt bin ich erstmal raus. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Ich bin jetzt raus, haut rein und ciao, Leute.